Leute der Tafelrunde waren die tapfersten der ganzen Welt. Übrigens habe ich eine Ode auf einen Ritter geschrieben. Oh, du tapferer Ritter, die Nacht war ja so bitter. Was ist? Ich könnte der größte Ritter von allen sein, wäre ich nicht mein Schlumpf. Es ist doch schön, ein Schlumpf zu sein. Oh, natürlich. Aber hast du je einen Ritterschlumpf gesehen? Ich hasse Ritter und Gewitter. Es gäbe keine Maid, die ich nicht eroberte, kein Drache, den ich nicht tötete, keine. Oh, seht nur! Oh, die Brücke über dem Schlumpffluss. Kommt! Ich hasse Feuer. Ich werde es Papa Schlumpf sein. Gießt mehr Wasser auf diesen Baum, Hefti! Klamsi, es brennt links von dir! Ist da links? Ja, links, Klamsi, links! Ach so! Das riecht nicht komisch, Klamsi! Oh Mann, war das ein Feuer. Ich bin so müde, ich könnte so... Glaub's gar nicht, wie müde ich bin. Wie konnte nur dieses schreckliche Feuer entstehen, Papa Schlumpf? Ich weiß es nicht, Schlumpfine. Nur gut, dass es nicht bis ans Dorf gekommen ist. Das ist doch Feueralarm. Das Dorf, schnell! Handy, Hefti, hol den Löschwagen. Der Rest geht in eine Kette zum Brunnen. Oh, oh je. Danke, Klamsi, dass du meinen Bart so schnell gelöscht hast. Oh, richtig. Jederzeit, Papa Schlumpf. Oh, meine Chemikalien! Vorsicht, Papa Schlumpf! Meine Bücher! Wie in Schlumpfs Namen ist dieses Feuer entstanden? Wer es auch immer war, ich würde ihm gerne ein paar Worte flüstern, ich würde. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Oh! Sieh mal, was ich entdeckt habe! Von wem sind die denn? Das sind die Fußabdrücke eines Drachens. Ein Drache? Und er kann jederzeit zurückkommen. Wir machen sofort eine Lagebesprechung. Diese Bücher sind alles, was ich aus meinem Labor gerettet habe. Und ohne meine Zauberformeln und Mixturen ist unser Dorf hilflos dem Drachen ausgeliefert. Wir müssen uns verteidigen. Was wir wirklich brauchen, ist ein Ritter, der uns beschützt, Papa Schlumpf. Ja, Poeti, aber ich kenne keinen Ritter, der einen Schlumpf beschützen würde. Ist das dein Ernst, Hefti? Ab so schlumpfig! Würde mir mal jemand sagen, worauf wir hier warten? Ich versäume meinen Schönheitsschlaf. Sag dir nicht irgendein Schlumpf? Ich hasse Warten. Hefti hat gesagt, wir sollten hier kommen. Es wäre sehr wichtig. Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Hier ist... Sehr heftig! Hä? Heftig, sag mal, was hast du denn vor? Ich bin auf dem Weg, den Drachen zu töten. Den Drachen töten? Den Drachen töten? Heftig, hast du deinen Verstand verschlumpft? Du bist noch nicht einmal ein Häppchen für einen bösen alten Drachen. Haha, du meinst, er ist kein Häppchen für mich. Das ist ein Scherz, was, Heftig? Sag uns das, hä? Scherz, oder? Das ist überhaupt kein Scherz. Ich gehe und befreie das Dorf vom Drachen. Aber sei vorsichtig, Hefti. Und komm weiter. Und vergesst nicht, kein einziges Wort zu Papa Schlumpf. Das versprechen wir, Hefti. Wie soll ich denn diesen Drachen finden? Vielleicht hat er längst gehört, dass ich komme und er ist geflüchtet. Da! Dann hat er also nicht gehört, dass ich komme. Schau her, Mr. Drache! Hier kommt Hefti! Na schön, Hefti. Nun zeig mal, wie tapfer du wirklich bist.
Verschlumpft und zugenäht, Hefty. Bist eben doch nur ein kleiner Schlumpf. Ein drei Äpfel hoher, blaugesichtiger Schlumpf. Nie wirst du ein echter Ritter. Wenn ich jetzt ins Dorf zurückkomme, werden mich alle auslachen. Oh, mir ist schlecht. Was soll ich nur tun? Nanu, was ist das? Ein Ritter. Ein echter Ritter. Oh. Ich meinte, der müsste doch einen Schlumpf beschützen. Das muss ich sofort rauskriegen. Die sind immer noch hinter mir her. Ich brauche jetzt ein Versteck. Ach, nicht mal genug, um mir eine Fleischpastete zu kaufen. Was gebe ich jetzt für ein gutes Essen und für ein Gläschen Grog? Entschuldigen Sie bitte, lieber Herr Ritter. Wer ist da? Zeig die Schurke! Ihr bitte, Hefty Schlumpf! Ich werd verrückt. Eine redende Maus. Ich bin keine Maus. Ich bin ein Schlumpf. Ein Schlumpf? Also, bist du allein? Logo. Gut. Sagen Sie mal, sind Sie ein echter Ritter? Natürlich. Ich bin der edle Sir Lancelot von des Königs Tafelrunde. Sie sind ein wirklicher Ritter der Tafelrunde? Ja, eben derselbe. Oh, dann sind Sie wahrscheinlich nicht interessiert an einem Job. Was für eine Art Job denn, mein kleiner Freund? Als Beschützer meines Dorfes. Ist euer Dorf sicher verborgen? Oh ja, Sir. Niemand kann unser Dorf finden. Ja, und was ist mit Essen und Trinken? Alles, was Sie wollen. Ja, also ich bin einverstanden, mein Freund. Oh, danke, Sir Lancelot. Dankeschön. Auli, hat dir nicht Papa Schlumpf gesagt, dass du... Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Schlümpfe, dies ist Sir Lancelot, Ritter der Tafelrunde. Oh! Und der wird nun unser Dorf vor dem Drachen beschützen. Drachen, hör mal! Du hast nichts von einem Drachen gesagt. Ach, wissen Sie, es ist nur einer von der ganz gewöhnlichen Feuerspeiersorte. Kein Problem für Sie, Sir Lancelot. Ja! Oh, Papa Schlumpf, ist er nicht abso-schlumpfig wundervoll? Mhm. Hallo, Torte. Was machst du da? Entzückende, mundwässernde Kuchen, Schlumpfine. Oh, könntest du auch einen für mich machen? Ich möchte ihn gern Sir Lancelot schenken. Tut mir leid, aber die sind alle für Sir Lancelot. Ich denke, der ist der Schlumpfigste. Hallo, Poeti, was machst du denn da? Natürlich dichten, Schlumpfine, dichten. Oh, könntest du mir einen riesigen Gefallen tun und mir ein Gedicht schreiben für Sir Lancelot? Oh nein, ich werde ihm selbst ein Gedicht schreiben. Es heißt Ode an einen Ritter. Na, gefällt's Ihnen, Sir Lancelot? Ich würde sagen, perfekt, mein Kleiner. Handy, mein Name ist Handy. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja. Schlag alle Beulen aus meiner Rüstung. Hey, hey! Sag doch, was machst du da eigentlich? Sir Lancelot will, dass ich ihm die Beulen rausschlage. Aber er will doch, dass ich hier putze. Beulen rausschlagen ist aber viel wichtiger. Hey, hey, Handy, lass das! Mein Kuchen! Mein herrlicher Kuchen! Außerdem, Freunde, ist vielleicht morgen ein besserer Tag für die Drachenjagd. Ich bin müde von meinem Tagewerk. Aber das haben Sie auch schon gestern gesagt, Sir Lancelot. Also ja, es war ein langer Tag heute. Handy! Hefty! Wo sind denn die Schlümpfe? Ich wette, ich weiß schon, wo die sind. Das ist dein Leben. Thank you.
wollen Sie denn nun den Drachen erlegen, Sir Lancelot? Bald, kleiner, bald. Aber erst muss ich mal ausruhen. Die Vernichtung eines Drachens erfordert viel Stärke und Courage. Oh! Irgendwas sagt mir, dieser Ritter ist nicht das, wofür er sich ausgibt. Hier, lieber Herr Ritter! Oh, für mich? Was ist denn da drin? Ist eine Überraschung, Herr Ritter! Sir Lancelot! Nein! Meine schlumpfige Überraschung! Tut mir leid, Jokey. Kein Schlumpf ist perfekt. Genug, genug. Ich wünsche jetzt zu schlafen. Ich habe dieses geheime Treffen anberaumt, weil uns der Drache jederzeit angreifen könnte. Und ich bin hier, um euch etwas über Sir Lancelot zu sagen. Ich glaube, er ist gar kein Ritter, sondern ein gewöhnlicher Dieb und ein Feigling. Er hat überhaupt nicht die Absicht, jemals mit dem Drachen zu kämpfen. Also, nein! Man fasst es nicht. Aber Papa Schlumpf! Warte mal, Hefty, hört mich an. Ich habe einen Plan, der die Wahrheit über Sir Lancelot an den Tag bringen wird. Wir bauen einen falschen Drachen, der das Dorf angreift. Und was unser sogenannter Ritter dann tut, wird uns ja zeigen, was er ist. Wir fangen sofort morgen früh an, den Plan zu verwirklichen. Ein Plan? Sehr gut. Verdammt gut. Ich werde die Sache auf mich zukommen lassen. Hey, Hefty, wie fändest du es, bei mir in die Ritterlehre zu gehen? Ritterlehre meinst du? Ja. Ja, das bedeutet, du musst tugendhaft und ehrbewusst sein und immer die Wahrheit sprechen. Immer nur die Wahrheit? Andernfalls wirst du niemals ein Ritter werden. Oh. Fertig, Klamsi. Jetzt zieh an dem rechten Hebel. In Ordnung, Handy. Ah! Aber nein, Klamsi. Den rechten Hebel rechts. Ja, mach ich, Handy. Der Drache sieht ja schlumpfig echt aus, Handy. Ich bin dabei, ihn auszuprobieren, Papa Schlumpf. Kopf bewegen, Klamsi. Fauli, lass ihn brüllen. Also, du siehst, Papa Schlumpf, ein paar Kleinigkeiten habe ich noch zu ändern. Aber heute Nachmittag wird er fix und fertig sein. Sehr gut, Handy. So, wenn sich dieser Drache jemals wieder zeigt, sind wir gerüstet. Mit oder ohne Sir Lancelot? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Schlumpfine. Papa Schlumpf sagt, wir sollen den falschen Drachen geheim halten. Aber nun, wo ich in einer Ritterlehre bin, fühle ich mich... Musst du es denn Sir Lancelot sagen? Ja. Hefty, du hast zu tun, was Papa Schlumpf sagt. Papa weiß das Richtige. Naja, ich denke, du hast recht. Oh. Du machst Fortschritte, Hefty. Du bist dabei, ein Ritter zu werden. Du bist tapfer, ehrenhaft und sagst immer die reine Wahrheit. Nein, hab ich nicht, Sir Lancelot. Ach nein. Es ist ein Geheimnis. Ich darf nichts über den falschen Drachen sagen. Einen falschen Drachen? Aha. So, Sie wollen mich damit ein wenig prüfen, hm? Sei unbesorgt, Hefty. Ich bestehe das mit Bravour und fliegenden Fahnen. Na ja, also, dann beeil dich, Hefty. Ich werde den Drachen erledigen. Hier, Sir Lancelot! Danke. Ich bin bereit. Man bringe mir diesen verdammten Drachen. Ha. Sie werden ihn aber doch nicht verletzen, Sir Lancelot! Ihn verletzen? Natürlich nicht. Ich werde ihm nur ein bisschen Angst machen und denen eine Lehre erteilen. Sie sind soweit. Schlaubi, jetzt bist du dran. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich lasse euch nicht im Stich. Du kannst immer auf mich zählen, Papa Schlumpf, wie ich immer zu sagen pflege. Da, Schlaubi. Jawohl, Papa Schlumpf. Schlumpfine, sag den anderen, sie sollen sich bereithalten und auf die Alarmglocke hören. Ja, Papa Schlumpf. Ich hoffe nur, ich behalte recht. Sir Lancelot! Sir Lancelot! Was? Was? Der Drache, Sie müssen uns retten, Sir Lancelot. Oh, wie schrecklich ist das. Aber natürlich werde ich das. Sie werden?
Ich meine, oh, Sie werden... Hefti, mein Schwert! Wartet hier, meine kleinen Freunde, während ich den hinterhältigen Drachen besiege. Hey, vielleicht ist er doch ein Ritter von der Tafelsrunde. Nicht vielleicht, er ist es. Ein bisschen nach rechts, Clumsy. In Ordnung, Handy. Na, ein bisschen, du Depp, nach rechts. Oh ja, oh, Mann. Fauli, fertig machen zum Brüllen. Na, Fauli. Ja. Feueratem fertig, Totti. Kein Problem, pass auf. Toll gebrüllt, Fauli! Warum stoppen wir denn? Wir sind in einen dicken, schuppigen Baum gedonnert. Schuppiger Baum? Oder sagen wir besser in einen schuppigen Drachen, oh weia. Lass das schnell wegschlumpfen! Da kommen Sie! Fertig machen! Ach, ich sehe wieder blendend aus. Also dann, meine kleinen Schlümpfe, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst es echt aussehen. Ohne Liebe! Ohne Liebe! Ich hasse Drachen! Oh nein! Nein, der Drache kommt! Verschone mich, du großes, schuppiges Biest! Nun übertreib mal nicht so, Beauty. Komm her, du widerliches Ungeheuer. Du kämpfst deinen letzten Kampf. Hör ich nicht richtig? Unmöglich. So kann ich mich nicht irren. Au! Pass doch auf, Handy, wo ihr hinspuckt. Handy, bist du das? Papa Schlumpf, das ist der echte Drache. Ich muss meine Schlümpfe warnen. Lauft, meine kleinen Schlümpfe! Der Drache ist echt! Echt? Lauft um euer Leben! Lauft! Nein! Heftig! Der Drache, da ist echt! Papa Schlumpf hat's gesagt! Oh nein! Sir Lancelot denkt, es ist ein Falscher! Komm und begegne deinem Meister, fürchterliches Biest! Sir Lancelot, der Drache ist nicht falsch, der ist echt! Echt? Du meinst... Oh, echt? Oh, verdammt! Lass mich hier weg! Der ist gar kein Ritter! Er ist nichts als ein Feigling! Hefti, pass auf! Oh. Schlumpfine, ich werde dich beschützen! Sei nur vorsichtig, Hefti! Ah! Achtung, fertig, Feuer, los! Der Drache ist eine Überraschung! Ich muss ihn aus dem Dorf rauslocken, oder er wird alles zerstören. Schlumpf dich, wenn du kannst, Drache! Blöder! Schlumpfine! Sag Papa Schlumpf, er soll den Damm öffnen, wenn ich die Brücke erreicht habe! Mach ich, Hefty! Hier ist mein dickes Ende, alter Freund. Jetzt kannst du dich mal abkühlen. Ein tapferer Schlumpf. Oh.
Was ist passiert? Ach, ich ernenne euch feierlich, Sir Hefty, zum Ritter der Schlumpftafel. Drei Hochs für Hefty. Hip, hip, hurra! Hip, 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 hip